Es ist die letzte Veranstaltung des Altenmarkter Kultursommers 2024. Museumskustos Franz Walchhofer liest und erzählt Geschichten zum Thema von der Sommerfrische zum Tourismus. Er selbst ist auch Bauer und Vermieter. Wir helfen da mal recht gut zusammen. So, wenn man dann Gäste hat, dann muss ich alles Mögliche da, das im Haus stellt dann aber da und meine Frau, die putzt. Also wirklich sauber, was ich jetzt einmal dazu sagen. Und ich bin dann fürs Beten über Zürchen zuständig. Ja, und fürs Staubsaugen. Aber das Staubsaugen, das freut mich nicht groß an. Darum tue ich beim Beten über Zürchen gleich die Zeit auch ein bisschen mit über Zürchen, in der Hoffnung, dass ich nicht einmal Staubsaugen muss. Aber meistens muss ich dann trotzdem Staubsaugen, weil meine Frau kennt den Trick auch schon. Manchmal lassen die Gäste in den Zimmern oder Apartments etwas zurück. Und wenn man dann ob man so in die Apartments so nachschauen gegangen ist, wenn sie dann gefahren sind, die Gäste haben aber, glaube ich, sie verhungern, wenn sie ins Kino. Also haben sie aber irgendwelche Jausen mitgenommen, ganz sie Heif, nicht? Und da sind dann am Ende von Urlaub, sind dann so Semi am Dunkeln. Die haben schon ein wenig Zellulitis gehabt. Ja, die Wurst war schon braun gebrannt, von Urlaub wahrscheinlich. Und ja, das haben wir dann auch genommen und da haben wir dann von Zeit zu Zeit aber recht günstig gelebt. Nein, nicht so. Da haben wir nämlich kein Hühnerfutter gebracht. Auch die künstliche Intelligenz, die KI, macht vom Tourismus nicht Halt. Und wenn man denkt, ja, das kann man sich eigentlich auch sonst nutzen machen beim Telefonieren mit den Gästen. Wenn man denkt, ja, das ist oft eben, man hat ja oft einmal so Gäste, die als ein bisschen lästig sind, wie man sagt, nicht? Das ist nicht so einfach sind. Und die sind wieder recht einfach und pflegeleicht, aber das sind halt nicht alle. Das gibt auch alle. Und da habe ich dann nur halt die Computerstimme und selber gemacht. Der hat angerufen, das ist Schulze. Detlef Schulze, kennen wir eh schon sofort, nicht? Ist eingespeichert. Und das, der ruft ja 100 Mal an. Und dann habe ich mir das gedacht, das mache ich jetzt auch so. Und ich sage, herzlich willkommen am Pendeldammerhof. Möchten Sie ein Apartment buchen, drücken Sie die 1. Möchten Sie ein Zimmer buchen, drücken Sie die 2. Sind Sie der Herr Schulze, legen Sie bitte auf. Es ist der Franz Walchhofer, wie man ihn kennt und schätzt. So ist es. Also der Franz ist ein Unikat. Wir sind erstens einmal unglaublich froh, dass wir den als Kustos fürs Heimatmuseum gewinnen haben können. Und das jetzt das dritte Mal schon mit der heiteren Museumslesung. Ja, eigentlich ein Selbstläufer, der Franz ist einfach ein Traum. Es ergibt sich immer wieder, dass man Geschichten, man hört Sachen, man schnappt was auf, man erlebt selber Sachen und aus der ganzen Mischung raus kriegt man halt dann was zusammen. Die Reaktion von den Leuten, eigentlich, wie man es eigentlich gewohnt ist, wenn der Franz Walchhofer auf der Bühne steht. Die Reaktion war sehr gut. Die Leute haben, sage jetzt einmal, einen Spaß gehabt und das ist ja auch die Hauptsache. Museum sollte ja nicht langweilig sein, sondern kann durchaus auch unterhaltsam sein und das ist auch meine Devise. So möchte ich das Museum auch präsentieren, dass man sich in einem Museum nicht langweilt. Für einen ist der Altenmarkter Kultursommer in seiner Funktion neu. Es war für mich als neu gewählten Bürgermeister eine Riesenfreude und ich möchte ganz, ganz herzlich bei den Verantwortlichen, wie gesagt, Astrid und Achim recht herzlich bedanken dafür. Sehr, sehr engagiert, sehr motiviert und wirklich eine schöne Teamleistung, die alle Verantwortlichen mit eingeschlossen hat. Das war der Altenmarkter Kultursommer 2024. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Kultursommer. Heuer haben wir ein vielfältiges Programm gehabt. Angefangen mit der WAWI über die Barbara Bassrucker, ein Film. Der ist unglaublich gut angekommen bei den Leuten. Die Holerstauden waren natürlich ein Hammer, da war die Halle ausverkauft mit ca. 440 Personen. Was ich noch vergessen habe, natürlich immer ein Klassiker für den Kultursommer. Das Straßentheater war heuer ausgezeichnet besucht und auch die Vernissage von der Johanna Schneider. Die Vernissage Liebmalerei, eine der wichtigsten Geschichten, die wir seit vor 3 Jahren eingeführt haben, ist natürlich das Klick gewesen. Das hat sich heuer unglaublich weiterentwickelt und auch der Name ist ein anderer geworden, das ist ZOM. Das ZOM, da steht das A in der Mitte und das A für Altenmarkt soll da im Mittelpunkt stehen.
Und jetzt am letzten Wochenende haben wir gehabt das Pilgerkabarett von Christoph Schweiger. War unglaublich gut, so viel zum Lachen. Und jetzt heute der krönende Abschluss mit unserem Kustos, dem Franz Walchhofer. Die ganze Tenne war voll, also ich bin mehrwert zufrieden. Hat mich sehr gefreut, dass er so gut angenommen worden ist, der Kultursommer. Also absolut gelungen, würde ich mal sagen. Das hört sich dann ungefähr echt wie der Schlag an. Wenn du sie noch. Okay, nur klingt es dann anders. Das klingt dann. Riecht nach Silo, ja, riecht nach Silo. Der Bauer kommt von Schul und riecht von Silo.